Jetzt wird der Zeitpunkt kommen, wo manche Leute denken, oh, habe ich ein Déjà-vu? Habe ich nicht zwei von denen gerade schon mal gesehen? In der Tat sind zwei Mitglieder des Open-Button-Projekts so gelangweilt gewesen, dass sie nebenher gleich noch ein anderes mit rausgehauen haben. Das heißt, Stella und Nikolas bleiben uns erhalten auf der Bühne und stellen gleich im Anschluss ihr Projekt Laba AI vor. Kommt. Okay. Also wir beide haben auch nochmal nebenbei die Laba AI gemacht. Die wurde auch unterstützt nochmal vom Benny. Danke. Und ja. Unsere Themen sind nochmal, was ist die Laba AI? Wie sind wir auf die Idee gekommen und wie es funktioniert? Was ist die Laba AI? Es ist eine Software, die einen volllabert, leider nicht mit Ton. Wenn man gerade Lust dazu hat, weil wem ist es noch nicht passiert, dass einem langweilig war und man dann einfach irgendwelche sinnlosen Sätze haben möchte. Wie sind wir auf die Idee gekommen? Eigentlich hatten wir gar nicht die Idee, sondern jemand anderes im Sitzkreis ist dann auf die Idee gekommen, eine Laba-AI. Leider wurde die dann nicht mehr so befürwortet, aber wir fanden es immer noch lustig und haben es dann zu zweit umgesetzt. Also es funktioniert eigentlich ganz einfach. Es gibt für jede Wortart eine Liste, also für Verben, Nomen, Adjektive etc. Und von jeder Liste wird ein zufälliges Wort genommen und diese ergeben dann halt einen Satz. Unsere Ziele waren halt, dass jeder Spaß daran haben kann und hoffentlich die Sätze ein bisschen logisch sind vom Satzbau und ja. Wir haben noch eine kleine Demonstration. Unsere Arbeitsaufteilung war, dass Nikolas und ich halt nochmal das JavaScript geschrieben haben. Und Benny, nochmal danke, hat das Icon entworfen. Und hier ist jetzt das Icon. Ja, das ist halt jetzt unsere Laba-AI. Hier sieht man, es kommen Sätze heraus, die nicht sehr viel Sinn ergeben manchmal, aber sie sind witzig. Ja. Ich kann zur Beruhigung sagen, mit echten Menschen ist es oft nicht anders, wenn die einen volllabern. Der Anspruch muss nicht sein, dass es immer Sinn ergibt.